Neue Folge Witcher 3. Wir rollen uns schon mal eine Treppe runter. Geht auch ganz gut. Sagen, wir schauen mal, wo die uns hinführt. Oh, es scheint so eine eingestützte Brücke. Das ist natürlich ein bisschen geil. Ist noch irgendwas hier? Nee, natürlich nicht. Hauptsache eingestürzte Brücke, ne? Ich würde sagen, wir wagen aber den Sprung heute darüber. Oh, abrollen hat leider nicht funktioniert. Wir wissen ja, wo sie uns hingeführt hat jetzt. Deswegen. Wir nutzen den Weg. Wegmarker? Ich habe den Namen verfeilt. Wie heißen die Dinger? Ich hab's vergessen. Diese Reisedinger halt, ne? Ihr wisst, was ich meine. So. Die benutzen wir jetzt einfach. Und schau mal, wo wir hin müssen. Da vorne war ja einer. Komm schon, Sherard. Vielleicht können wir ja ein bisschen besser. Ah. Ah ja. Ah, okay. Hier müssen wir hin. Na dann, würde ich sagen, let's rock. Die Angriffsschnee, den Eisriesen haben wir ja scheinbar abgeschlossen. Und den meißlichen Schmied mit dem Eistroll, den wir in der vorletzten Folge gesehen haben, lassen wir nur noch Eistroll sein. Das ist ein bisschen kritisch. Ceres war hier, habe ich gehört. Weißt du, mein Papa ist weg und kämpft gegen die Schwarzen. Hatte sie einen Grund für den Besuch? Weiß ich nicht. Irgendeine Angelegenheit. Du hast sie also nicht gefragt? Ach, ich zieh den Leuten nichts aus der Nase. Wenn sie nicht reden wollen, lassen sie es. Ach jo, du nichts nutz. Aber wir wissen schon mal, wir sind auf der richtigen Spur. Servus, Leute. Mein Papa war auch so besser. Pass doch auf! Sorry, Mann. Was bringt dich her? Ach, du. Ich würde mir gerne mal deine Waren ansehen. Ich hab nämlich da was zu verkaufen, ne? Klinge. Blöd. Ja, das geht, das macht halt 23 Schaden, aber ja, dieses Rüstdurchspawn ist halt total geil. Komm, weg. Ist immer so schwer, wenn du was ausrüsten willst, ne? Du willst es einfach nur alles irgendwie besser haben, aber das ist nicht immer ganz so einfach. Komm weg. So. Alter, wir werden immer voller, also immer schwerer. Ah, okay. Alle Gegenstände um 2. Das ist halt echt krass, was wir hier mittlerweile drin haben. Ich kann mir keine Bücher verkaufen. Schade. Ja, gut, ne? Wir können ja nicht anders. Wir müssen ja weitermachen. Aber ich habe mal wieder Lust auf eine Runde. Ich habe Lust auf ein wenig Unterhaltung. Eine Partie Gwent wäre mir am liebsten. Ceres können wir dann auch noch suchen. Die rennt uns nicht weg. Behaupte ich jetzt einfach mal. Wir starten wieder mit Nilfgaard. Keine Ahnung, ich mag das Deck irgendwie, aber das liegt daran, dass wir die anderen auch nicht so gut haben. Nahkampfspieler, sehr schön. Und dadurch können wir den gut benutzen. Ah, unsere sind auch völlig in Ordnung, sag ich mal. Du bist mal ausgetauscht. Oh, sehr schön. Und sonst, glaube ich, behalte ich diese Karten gerade. Passt mir so. Da holen wir jetzt natürlich noch 4 neue Karten dazu. Das heißt, wir kommen auf 12 Karten. Und dann slowen wir einfach seine. Sehr schön. Gefallen mir. 2 Belagerung, 2 Belagerungskarten. Oh, sehr schön. Danke für den Typen. Ah ja, wir haben. Ja, okay, sind wir zurückgekommen. Ist halt so, ne?
Du hast mir ernsthaft jetzt... Cool. Danke. Aber, hey, hätte nicht sein müssen. Alter, wie viel hast du von... Du bist ein Behinderter. Hier, komm. Kriegst den noch. Meine Fresse. Was geht denn gerade ab? Das kann ich auch. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Ich glaube ganz ehrlich, die Runde könnte ich mir sogar holen, wenn ich wollte. Wir spielen erstmal die Karte. Jetzt hat er zwar 5 und 1. Wir haben auch nur einen von ihm. Daher, ne? Nutzen wir die Macht von ihm. Und passen wir hin. Haben 11 Karten auf der Hand. Haben alle seine Spiele ohne rausgezogen. Und wir könnten sogar theoretisch nochmal spielen und liegen. Nur so als. Ne? Ich würde jetzt aber gerne anfangen mit Ballisten. Ist das Ballisten? Ich hab's ja. Ist das Ballisten? Ich weiß gar nicht. Es gibt leider kein Mouse-Over. Solange der Gegner am Zug ist. Ey. Sorry. Katapulte sind's. Schauen wir, was er zu bieten hat. Der kleine. Unhold. Du setzt meine Fähigkeit außer Kraft, ne? Alter, du Pisser. Pisser. Oh, ich merke wieder zurück, du Pisser. Die ist ziemlich viel wert, die Karte, aber ich weiß nicht wieso. Die ist nicht besonders gut. Die ist nicht besonders gut. Interessantes Deck, was der Herr da spielt. Ich finde meins jetzt auch nicht gerade schlecht. Was nur, wenn die einheitliche Kraft über 10 übersteigt, ne? Ja. Dann. Aber wir steigern unseren. Na, wir haben da ja vorne noch was. Warte so ein bisschen noch, dass er irgendwie, weiß nicht, was Härteres spielt. Was? Nee, ich warte mal noch. Ich hilf mir noch mal auf. Ich will noch keinen Spion herbeirufen. 216 in Ruhe. Ist auch nicht, ist nicht so schlimm. Alles okay. Wir haben noch genug Karten. Oh, jetzt haben wir 3-6, wenn er jetzt verbrennen spielt. Naja, dann müssen wir jetzt nur mal ranklotzen, ne? Haben wir jetzt keine Wahl. So krass. So krass. Und ich kann keine von seinen vernichten gerade. Komm, wir spielen Yen und heben uns die mal auf. Muss ihn? Ja. Zwei neue Karten. Also. Haha, sehr schön. Was? Nee, ich hab nicht gelacht. Nein, hab ich nicht. Ich hab nicht gelacht. Hab ich gesagt. Ach, schönes Wetter bringt halt so gar nichts. Oh. Funktioniert das? Dass die jetzt nochmal das Doppelte drauf kriegen? Nein! Natürlich nicht!
schade, aber das wäre ziemlich geil eigentlich. Warum funktioniert das nicht? Das finde ich gerade sehr, sehr traurig. Das finde ich echt traurig gerade. Oh, Alter. Der war fies. Der war echt fies. Komm, wir passen. Alter. Das ist gerade eine Runde. Nicht schlecht, mein Lieber, nicht schlecht. Komm, leg deine erste Karte. Ich habe noch einen Zehner. Nur noch. Was ist ein Stapel? Ja, auch halt. Wow. Oh, fuck. Alter, du hast gewonnen. Nicht schlecht. Scheiße. Alter, fuck it. Wow, was eine letzte Runde. War echt, was eine letzte Runde, Respekt. Niederlage, ja. Echt, die war unentschieden? Interessant. Sehr interessant. Ha. Also, sehr, sehr gut, mein Lieber. Ich spiele jetzt auch nicht nochmal gegen. Ich will ein bisschen weiterkommen. Nutzen. Und nutzen. Ach so, warte. Was bringt dich her? Du kannst ich ja... Ich würde mir gerne mal deine Waren... Ja, ja. Reparieren. So, das Handwerk? Katzenarmbrust. Weit gebracht. Nee, ich glaube, großartig herstellen können wir bei ihm, glaube ich, gerade jetzt nichts, was uns... Das haben wir neu bekommen, ne? Gerade meistlich gefällt. Es ist aber leider wesentlich schlechter. Aber die Stufe des Handwerkes ist auch relativ niedrig, deswegen können wir, glaube ich, es sein lassen zu gucken, ob wir irgendwas Tolles finden, was besser ist. Deswegen bezweifle ich es gerade stark. Gut. Danke. Leb wohl. Leb wohl. Wir müssen auf den Weg nach Ceres gucken. Uldak. Wo ist denn Uldak? Du, lass uns das Höhlenmonster jagen gehen. Was meinst du? Schwachkopf. Vor dem haben sie das... Ah, warte. Eine Taverne. Die sollten wir nicht ver... Oh, eine Anschlagstafel. Bist du taub? Mit her. Du hast genug. Mit her, geh nach Hause. Mit her. Geh zum Teufel. Hey, Fremder. Etwas Abwechslung gefällig? Ein Getränk? Welche Art von Abwechslung meinst du? Wie? Na, Bier, Met und Schnäpse? Was erwartest du in einer Taverne? Seilspringen? Ich weiß nicht, wo du herkommst, aber es muss weit weg sein. Zeig mal, was du auf Lager hast. Karten. Ja. Eisriese. Krabbspinne. Ekima und Nebling. Dankeschön, das reicht mir auch schon. Und, Der Brockwar-Clan. Kannst du mir was darüber erzählen? Wir Brockwars sind die Meister der See. Geboren, um im Wasser zu sein. Ich dachte, jeder in Skellige wäre auf dem Wasser. Das glauben die anderen auch, aber tatsächlich hocken sie nur in Pelze gehüllt auf den Langschiffen. Manchmal kriegen sie ein bisschen Gischt ab. Mehr Kontakt mit der See haben sie nicht. Unsere Jungs... Die tauchen in die Tiefe, sobald sie laufen können. Ja, dann. Ja, das reicht mir erstmal. Wir Bis werden dann. Den irgendwann mal noch besiegen. Wollen wir uns zusammen einschreiben? Oh nein. So, ah! Besser Weg. Ich lasse es auch mal, dass ich bist weiß. Bist du eine Erscheinung von Mörha? Nein. Ich lasse dort diese Questtafel unten auch nochmal sein. Aus dem einfachen Grund, dass wir nochmal zurückkehren müssen und noch zwei Leute in Quint besiegen müssen. Sonst vergesse ich das. Ah, hier kann man scheinbar nicht rein. Diese Wegführung ist super. Also das ist das einzigste in Witcher, was noch nicht so ganz rund läuft. Die Wegführung. Gesehen? Sehr gut.
wie süß, der schläft, der Kleine. Wir sind gleich fertig. Da tauchte eine riesige Seeschlange auf und biss mir meinen Arm ab. Die Götter haben gesprochen. Sie wollen ein Opfer. In meinen Augen solltest du dich eher der Schlange stellen, Jarl. Nein, sie verlangen ein Opfer. Die Zeit ist gekommen, ich weiß es. Wir brauchen ein deutlicheres Zeichen. Wir warten bis zu deinem nächsten Traum. Ich brauche nicht noch mehr Zeichen. Ich suche Ceres. Sie soll hier gewesen sein. Ankrets Tochter? Ja, sie war hier. Wo ist sie jetzt? Was? Ceres. Wo ist Ceres? Weiß nicht. Keine Ahnung. Schluss mit den Fragen. Habe ich etwas Falsches gesagt? Bitte vergib dem Jarl. Es geht ihm derzeit nicht so gut. Ist er krank? Während Krachs Feier schien ihm etwas unwohl zu sein, aber... Verzeih, ich muss zu ihm gehen. Wo ist Ceres? Ich muss sie finden. Keine Ahnung. Frag herum. Na toll. Erinnerst du dich noch an den Sturm in der Olsbucht? Ja, als wäre es gestern gewesen. Aufgrund viel über Wasser wäre fast ertrunken. Udalric ist in die Wellen gesprungen und hat ihn gerettet. Als hätten ihn die Götter geleitet. Er sagte, ihre Stimmen hätten ihm befohlen, in den Sog zu springen. Sie haben ihn leider nicht vor Leid geschätzt. Seine Schulter war bis zum Knochen aufgeschlitzt. Hallo, war einen ganzen Monat vereist. Ja, Respekt, Hexer. Aber Bastard! Auf Abenteuer aus? Such deine Abenteuer anderswo. Ah, hey. Dreckiger Ochse. Ja. Weil ihr mich angemacht habt. Pisser. So. Wir sollen sie im Dorf fragen. Ach, guck mal, da haben wir schon eine Person, schon, die wir fragen können. Tap. Sei gegrüßt. Einen Monat lang kaum eine Menschenseele. Und dann kommen die Gäste von weit her wie ein warmer Sommerregen. Bist du müde, Reisender? Hungrig? Ich suche Ceres, die Tochter des Jarl Ankret. Knapp verpasst. Das Mädchen war soeben hier. Wohin ist sie gegangen? Wollte etwas über die Kindheit des Jarls wissen. Ich sagte ihr, dass sie Berg Thora und Eirik fragen muss. Wir sind Berg Thora und Eirik. Vor vielen Jahren stand Eirik dem alten Jarl nahe. Der Jarl hat ihm geholfen, Berg Thoras Herz zu gewinnen. Sie wohnen am Ostrand des Dorfes. Na dann. Dankeschön. Pass auf dich auf. Sei gesegnet und gib Ceres meinen Segen, wenn du sie siehst. Das ist ein Die Langschiffe aus der Bucht geworfen. Das muss ein fallender Stern gewesen sein, meine ich. Wie ein fallender Stern. Hallo. Magst du eingelegt? Darf ich kurz stören? Brauchst du Hilfe? Reden wir bei einem Bier. Danke, aber ich habe keine Zeit. Ich suche ein Mädchen namens Ceres. Krach Ankrets Tochter? Sie war hier, aber ich habe sie lange nicht mehr gesehen. Pass auf dich auf. Ja, was haben wir noch? Berg Thora. Grüß dich. Ich suche jemanden. Da hast du Glück. Ich bin zwar vergeben, aber das Dorf ist voller hübscher Mädchen. Hübsche Mädchen, sagst du? Wo denn? Ob eine mir die Insel zeigen würde? Naja, da gibt es Veja. Sehr niedlich. Fassbinders Tochter. Obwohl, nee, die hat Zähne wie Angelhaken. Deborah vielleicht. Ein feines Mädchen. Gerade Zähne. Hat aber ein Geschwulst unter dem rechten Auge. Maya hat ein liebliches Gesicht. Wenn nur ihr rechter Fuß keinen Knochenfraß hätte. Ach, Mumpitz. Wenn ich's mir überlege, ist keine besonders ansprechend. Auch dich. Ich suche Ceres. Dieses dürre Ding. Schöne Rehaugen entstammt einer ehrbaren Familie. Aber hager wie ein wandelnder Ast. Ich weiß nicht, wo sie ist. Und ihr Vater... Der alte Krach soll ruhig bleiben.
Kein Mädel von den Skelligen stirbt auf ihrer eigenen Insel. Also gut. Sie war vor ein paar Stunden hier. Sie wollte mit meinem Mann Eirik sprechen. Sie sollten am Strand auf der anderen Seite der Insel sein. Danke. Pass auf dich auf. Viel Glück bei deiner Suche. Na dann, finde Eirik. Ja. Ah, ein schöner Sprung über das Geländer. Tut gut. Dann in der nächsten Folge suchen wir weiter nach Eirik. Er sollte ja nicht so weit entfernt sein. Hoffe ich mal. Aber das finden wir dann raus. Oh, wir haben einen Jäger hier. Schieß uns nicht. Wir sind Geralt von Riva. Ja, bis zur nächsten Folge, Freunde. Ciao, ne?